Person momentan. Hocam başlamak üzereyiz. Yayındayız. Hoş geldiniz. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin YouTube kanalında canlı olarak yayınlanmakta olan Çağdaş Alman Tiyatrosu'nda Brecht etkisi etkinliğimize hoş geldiniz. Çok mutluyuz. Profesör Doktor Andreas Engelhardt aramızda. Profesör Engelhardt tam bir Alman Çağdaş Alman Tiyatrosu uzmanı. Bu konuda kitapları var ve sık sık Almanya'nın çeşitli yerlerinde ve dünyada bu alanda sunumlar yapmakta. Bugün de büyük bir heyecanla bize neler anlatacağını, neler göstereceğini merakla bekliyoruz. Herzlich willkommen, Andreas. Wir freuen uns sehr, dich hier begrüßen zu dürfen. Und ich möchte gleich Ihnen das Wort geben. Hoş geldiniz dedim kendisine de ve hemen sözü Andreas Engelhardt'a bırakıyorum. Buyurun. Herzlichen Dank. Ich hoffe, dass das alles technisch klappt aus München. İnşallah Münih'ten her şey teknik olarak sorunsuz gerçekleşir. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Brecht ist wieder in. Im Vergleich zu den 1990er Jahren, nach dem 11. September 2001 und erst recht nach der Finanzkrise 2007, wurden Ironie und allgemeine Relativierungen durch eine neue Ernsthaftigkeit auch im Theater abgelöst. Sayın bayanlar ve baylar, Brecht yeniden gündemde. 1990'lı yıllara kıyasla 11 Eylül 2001'den sonra ve hatta 2007'deki mali krizden sonra ironi ve genel görecelleştirmelerin yerini tiyatroda yeni bir ciddiyet aldı. Bununla birlikte, Sie können weitermachen. Die Brecht-Renaissance in den Spielplänen verdeckt jedoch das, so meine These, Brecht grundsätzlich die Basis des deutschen Gegenwartstheaters, sowohl in den Inszenierungen als auch in Schauspielen, immer war und ist. Ältere und jüngere Vertreter des aktuellen Regietheaters wie Anne Lenk, Dusan David Parisek, Leonie Böhm und Christopher Rübing arbeiten mit und in der Brecht-Tradition. Bununla birlikte tezime göre repertuarlardaki Brecht Rönesansı, Brecht'in aslında her zaman hem yapımlar hem tiyatrolar açısından Çağdaş Alman Tiyatrosu'nun temelini oluşturduğu gerçeğinin üzerine örtmektedir. Anne Lenk, Dusan David Parisek, Leonie Böhm ve Christopher Rüpping gibi mevcut yönetmenlik tiyatrosunun yaşlı ve genç temsilcileri Brecht geleneğinin içinde yer almakta ve bu geleneğe göre çalışmaktadırlar. Leider scheint man sich das gar nicht mehr in allen Fällen bewusst zu sein. Brechts Einfluss ist auch heute noch so groß, dass er sowohl die Grundlage für realistische Inszenierungen wie die von Thomas Ostermeier an der Berliner Schaubühne als auch postdramatisch-dekonstruktivistische Theaterformen wie Sebastian Hartmann oder Leonie Böhm, da sehen Sie gerade ein Bild, am deutschen Theater bildet. Brecht, ne yazık ki kimse bu gerçeğin farkında değil gibi. Brecht'in etkisi günümüzde hala o kadar fazla ki onun etkisini hem Berlin Schaubühne'de de Thomas Ostermeier'in gerçekçi yapımlarını hem de Deutsches Theater'daki Sebastian Hartmann gibi postdramatik, dekonstruktivist tiyatro biçimlerinin temelinde görmek mümkün. Brecht ist die Folie für den gegenwärtig nicht mehr ganz so aktuellen, eher untergründig schwelenden Streit um eine den unsicheren Verhältnissen adäquate Dramaturgie. Soll politisches Theater oder Theater politisch gemacht werden? Soll auf der einen Seite mit mehr oder weniger realistischem Rollenspiel, wie in der Überschreibung von Simon Stone, man denke an seine drei Schwestern oder auch in Anne Lengs Maria Stuart, oder soll auf der anderen Seite in der Präsenz des Performers, wie aktuell in Show Me a Good Time von Gob Squad inszeniert, repräsentiert, produziert bzw. dekonstruiert werden. Fotoğrafta Leonie Böhm'ün bir oyunundan bir görüntü görüyorsunuz. Brecht, belirsiz koşullara uygun bir dramaturji için şu anda daha az güncel olan ve daha çok örtük bir biçimde süregelen bir tartışmanın temelini oluşturmaktadır. Politik tiyatro veya tiyatro politik hale getirilmeli midir? Bir yandan Simon Stone'un Üç Kız Kardeşi örneğindeki gibi yeniden yazımlarda ya da Anne Lenk'in Maria Stuart yorumunda olduğu gibi az çok gerçekçi bir rol mü oynamalı? Yoksa
Gobsquat'ın Show Me a Good Time adlı yapımda olduğu gibi performansçının varlığında yeniden sunulup, üretilip veya yapı sökümüne uğratılmalı mıdır? Ich würde nun vorschlagen, wir schauen vielleicht drei, vier Minuten in Show Me a Good Time von Gobsquat. Das ist eine sehr posttraumatische Inszenierung, die gerade ganz aktuell zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurde und die auch mit der Pandemiesituation umgehen muss. Ja, schauen wir mal, hoffe ich, dass das technisch klappt. Şimdi Andreas bize Gobsquat'ın Show Me a Good Time yapıtından, yani çok posttraumatik bir tiyatro örneği olan yapımdan kısa bir sahne göstermek istiyor. Bu yapım Berliner Theatertreffen'e davet edilmiş. Ve şansımızdan bu sene hepsi online gerçekleşeceği için hani bütün bu belki size yabancı gelen Alman tiyatrocular, grupları izleme fırsatı bulabilirsiniz. It's quite excited. There's a hot welcome. Ja, wir haben es gleich. Hemen başlıyorum. Jetzt müssen Sie den Performer Bastian in Bern im Schlachthaustheater sehen. Şimdi Sebastian Bachmann'ı bir Schlachthaus Tiyatrosu'nda görüyor olmanız gerekiyor. Und dann fangen wir einfach mal an und schauen, hoffen, wenn das Bild hängen bleibt oder so, bitte mir gleich sagen, ja? Dann müssen wir. Mache ich. It's exactly 6 o'clock now. And I'm standing here in Bern, Switzerland, in an empty theater. And you're watching from I don't know where. And I don't know which time it is. Where you are, maybe it's also 6 o'clock, or maybe you're on the other side of the ocean or in the other direction, so you're maybe in our future or our past. So all we have is this moment together. Yes. And you can relax because we are providing a clock for you tonight in a time where we all hope that times are changing, that a moment is over and another moment begins, we can now collectively spend that time together, or better, fill that time. And we're going to fill that time for you. You are watching us spending time while you are spending time watching us. Yes, we already managed 2 minutes. Isn't that good? These were the first two minutes. And maybe we could spend the next minute, first of all, looking at where we are. So when it's exactly 3 minutes past, I'm gonna look around in my room in this theater for 1 minute. And maybe you can do the same in your room, wherever you are, or if you're outside, I don't know, wherever in the world you are. So it's 1 minute we're now spending together at looking where we are. It starts very soon. 5 seconds. And now. Unterbrechen wir hier vielleicht mal diese Performance oder dein performatives oder ein posttraumatisches Theater von Gobsquat geht 3 Stunden innerhalb eines gewissen Zeitraums und
befindet sich online an verschiedensten Orten, in Bern und Berlin, je nachdem, wo man gerade ist. Und ganz wichtig ist, dass hier immer uneindeutig bleibt, ob gespielt wird oder nicht gespielt wird. Ja, also heißt Bastian wirklich Bastian? Spielt er eine Rolle oder ist er der, er ist? Diese Uneindeutigkeit ist ganz typisch für ein postdramatisches Theater, das eine Richtung der Brecht-Tradition darstellt. Die andere Richtung wäre dann eben, und da haben wir jetzt leider nicht ganz so viel Zeit, aber man kann sich vielleicht besser vorstellen, ein dramatisches Theater, das also gewisse Machtverhältnisse immer noch dialogisch dramatisch präsentiert, wie zum Beispiel von Anne Lenk oder Thomas Ostermeier. Das wird wohl etwas sein, was die meisten von Ihnen eher kennen. Evet, bu Gobsquad son derece postdramatik araçlarla işler üreten bir grup. Bu çalışması 3 saat sürüyormuş ve bulundukları yere göre Berlin'den, işte şu anda izlediğimiz parça İsviçre, Bern'den yayınlanan bir görüntüydü. Bastian, yani gerçekten bu oyuncu ya da performansçının adı Bastian ve onun temel özelliği bu belirsizlikle oynaması. Yani gerçekten Bastian kendisi olarak mı orada bulunuyor yoksa bir rol mü oynuyor? Yani bu güncel çalışmalar için çok ilginç bir örnek ama yine de bir çeşit Brecht geleneği olduğunu iddia ediyorum. Buna karşı diğer bir geleneği temsil eden işte Thomas Ostermeier gibi, yani bizim çok iyi tanıdığımız, hani biraz daha gerçekçi, işte bu metnin hiyerarşisini konuşturan, o düzlemde sahnelenen işler var. Die Frage ist also ganz generell, ist politisches Theater heute in der Vermittlung von brisanten Themen in einer Konfliktdramaturgie wie bei Ostermeier, Stefan Pucher oder Falk Richter zumindest angedeutet oder in der Unterbrechung von Bedeutungszuweisung beziehungsweise in einem Theater als Ritual, um einen Begriff von Richard Schechner aufzugreifen, zu finden? Evet, sormamız gereken sorulardan bir tanesi daha geleneksel dramatik mi yoksa dramatik olmayan bir yapımı seçmeliyiz. Günümüzde politik tiyatroda gündeme getirilen sarsıcı konular daha çok Stefan Pucher veya Falk Richter'in tiyatrosundaki gibi bir çatışma dramaturjisiyle mi işlenmeli yoksa anlamın kesintiye uğratılması bir tiyatronun, hani Schechner'in bir kavramıyla konuşacak olursak, bir ritüel olarak mı ele alınmasıyla daha etkili hale gelmektedir? Paradoxerweise können sich beide ästhetische Richtungen jeweils auf Brecht berufen. Wenn man den Konflikt sehr vereinfacht auf den Punkt bringen will, dann geht es darum, ob man den dialektischen Prozess in den Proben wie auch in der Rezeption der Inszenierung postmodern offen hält und darin eine Utopie im Entzug, in der unendlichen Symbiose und im Einbruch des Realen sieht, oder ob man ihn eher im Dienste einer dramatisch repräsentierenden Wiedergabe der aktuellen Machtverhältnisse in einer bestimmten Richtung ausrichtet, die wieder so etwas wie eine dramatisch vermittelte Utopie erlaubt. Paradoxal olarak her iki estetik yönelimde Brecht'e atıfta bulunmaktadır. Aradaki çatışmayı çok basit bir biçimde ifade etmek gerekirse, mesele provalar ve sahnelemelerin alımlanmasında diyalektik süreci postmodern bir biçimde açık tutup onu sonsuz bir anlamlandırma sürecinin ve gerçekliğin kırılmasıyla bir ütopya olarak mı değerlendirdiğimiz yoksa diyalektik süreci mevcut iktidar ilişkilerini belirli bir yöne kanalize eden dramatik temsili bir yansıtma olarak yeniden dramatik bir şekilde aktarılan bir ütopya olarak sunduğumuzdur. Wie bekannt lehnte Brecht eine illusionäre Dramaturgie ab. Insbesondere der Naturalismus beschränke sich auf Milieuschilderungen, ahme nur die soziale Realität nach. Das ist einer der Gründe, wieso Mimesis und Repräsentation heute so einen schlechten Ruf im deutschsprachigen Gegenwartstheater haben und man etwa die Stücke von Juli C. gerne als Trivialdramatik abtut. Für Brecht, wie bekannt, verkörpere episches Theater nicht, sondern erzähle, jede Szene stehe für sich und nicht für eine abzubildende Wirklichkeit, die Handlung verlaufe nicht im aristotelischen Sinne dramatisch-kausal beziehungsweise linear. Herkesin bildiği gibi Brecht
özdeşleşmeye dair bir dramaturjiyi reddediyordu. Çünkü özellikle naturalist oyunlar çevre tasvirleriyle sınırlıydı ve sosyal gerçekliği yalnızca taklit ediyordu. Bu, günümüz tiyatrosunda mimesis ve temsilin bu kadar kötü bir üne sahip olmasının ve Yuli Tse gibi yönetmenlerin oyunlarının genellikle değersiz dramatik yapıtlar olarak değerlendirilmesinin nedenidir. Bilindiği gibi Brecht'e göre epik tiyatroda olay örgüsü Aristotelesçi anlamda dramatik, nedensel veya doğrusal bir biçimde ilerlemez. Betimlenecek bir gerçeklik bulunmaz. Her sahne kendi içinde bir bütün oluşturur ve konuyu anlatır. Auch im Schauspielen orientiere man sich nicht an der Stanislavski-Schule. In seinem Traktat der Straßenszene aus dem Jahr 1940 explizierte Brecht seine Vorstellung einer zeitgemäßischen Schauspielästhetik. In ihr sollten die Protagonistinnen und Protagonisten wie bei der Beschreibung eines Unfalls durch Passantinnen und Passanten nur so viel andeuten, dass sich diejenige oder derjenige, die nicht dabei waren und denen hier gestisch etwas angezeigt wurde, ein Bild machen können. Oyunculuk konusunda da Stanislavski yöntemi tercih edilmez Brecht tarafından. Brecht 1940 yılında sokak sahnesi üzerine kaleme aldığı yazısında çağdaş bir oyunculuk estetiği konusundaki fikrini açıklar. Buna göre oyuncular bir kazaya şahit olan yayalar, orada olmayanlara kazayı jestlerle, kaza hakkında fikir sahibi olmalarını sağlayacak kadarıyla anlatırlar yalnızca. Mit dieser Vermeidung einer einfühlenden Illusion strebte Brecht einen eigenen Realismus an, also Realismus in Anführungsstrichen, der in der Nachahmung des menschlichen Verhaltens den sozialen Hintergrund nicht ausspart. Das auf der Bühne Gespielte dürfte seinen Zeichencharakter in keinem Moment verleugnen. Die immer sichtbar bleibende Differenz zwischen gespielter Realität und Bühnenrealität arbeitete dem von Brecht geforderten Akt der Verfremdung zu. Empathik bir yanılsamadan bu şekilde kaçınan Brecht, insan davranışını taklit ederken sosyal arka planı göz ardı etmeyen bir gerçeklik yaratmaya çalışmıştır. Ona göre sahnelenen oyun hiçbir anında göstergesel niteliğini inkar etmemelidir. Sahnelenen gerçeklik ile sahne gerçekliği arasında her zaman görünür olan fark ise Brecht'in talep ettiği yabancılaştırma efektine hizmet eder. Damit wurde eine gesellschaftliche Situation auf der Bühne wie in einem wissenschaftlichen Experiment untersucht und als grundsätzlich veränderbar begriffen. Vermieden werden sollte, dass die Theatrale wie die gesellschaftliche Situation als ewig bestehende anthropologische Konstante gesehen wird. Böylelikle sahnede toplumsal bir durum bilimsel bir deneyde olduğu gibi incelenir ve ilkesel olarak değişebilir olarak kabul edilir. Bu arada toplumsal durumun yani sıra teatral durumunda hem durumun yanı sıra teatral durumunda ebedi bir antropolojik sabit olarak görülmesinden kaçınılmalıdır. Die zugrunde liegende gesellschaftlichen Strukturen sollten als Konstruktion verstanden werden. Daran knüpfen performative Ansätze wie von Judith Butler und Gender Performances an, aber eben auch dramatisches Theater wie Ostermeyers oder Simon Stones. Altta yatan toplumsal yapıların bir kurgu olarak ele alınması gerekiyor. Judith Butler'ın performatif yaklaşımları ve toplumsal cinsiyet performanslarının yanı sıra Thomas Ostermeyer veya Simon Stone gibi yönetmenlerin dramatik tiyatrolarında gördüğümüz gibi. Die Zuschauerin oder der Zuschauer sollte sich nicht einfühlen, sondern eine distanziert reflektierende Haltung einnehmen. Und ich würde sagen, weil ich gerade angedeutet habe, dass performative Ansätze, Judith Butler, Gender Performances auch in das Gegenwartstheater einwirken, würde ich vielleicht ganz gerne einen Ausschnitt aus Leonie Böhms Medea zeigen, auch zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Ich hoffe, dass es technisch funktioniert. Okay. İzleyici burada empatik kurmamalı, mesafeli ve sorgulayıcı bir tutum benimsemelidir. Oyun karakterinin izleyiciyi çok fazla empatik kurmaya davet etmemesi için oyuncuların yanılsamacı üslupta oynamaktan çok rollerini anlatmaları gerekir. Bu aynı zamanda
Neyse buraya gelmedi daha. Başka bir eklenti yapıyor. Şu anda yine size bir kısa oyundan bir bölüm göstermek istiyor. Bu gender performansından söz ettiği için Judith Butler'ın bu konuda işler üreten Leonie Böhm adında bir yönetmen var. Onun da işi Berliner Theatertreff'ine davet edilmiş bu yıl. Medea adlı oyundan bir pasaj. In dieser Medea wird ja, werden alle, bis auf Medea selbst, alle anderen Figuren werden gestrichen. Es wird in seinem, ja, so einer zeltartigen Aufbau gespielt und die Medea hat überhaupt nur jemand, mit dem sie sprechen kann, und zwar den Theatermusiker. Und man weiß eigentlich nicht so recht, ob das, was man hier sieht, in Medeas Kopf allein passiert oder auf welcher erkenntnistheoretisch zu verordnenden Ebene das überhaupt stattfindet. Da kann sich natürlich jeder Zuschauer, jede Zuschauerin selber was dazu überlegen. Leonie Böhm'ün bu yorumunda Medea hariç bütün figürler silinmiş. Sadece Medea var ve konuşabileceği tek kişi olarak tiyatro müzisyeni kalmış. Yani onunla burada görüyorsunuz kendisini. Böyle çadırımsı bir perdeden oluşan bir mekanın içinde oynuyor. Ve burada da yine bunun ne kadar gerçek olduğu, yani bütün bunların işte sadece Medea'nın kafasından mı geçip ya da işte hayal ürünü müdür gibi sorular oluşuyor ve her seyirci kendi bulduğu cevabı verebiliyor bu sorulara ilişkin. So jetzt, wenn sich etwas nicht bewegt gleich, dann bitte gleich melden oder den Ton was nicht. Mhm. Okay. Ja. Es geht euch gut? Das ist Johannes. Hi. Das ist mein einziger Freund. Ja, ein Streaming-Fehler. Er kann gut Streaming-Fehler Fehler spielen. Und das ist Medea. Sie kann nicht so gut Streaming-Fehler spielen, aber sie ist. Oh doch. Doch schon ziemlich gut. Das stimmt. Aber ja, sie ist eigentlich sehr, sehr mutig. Ne? Ja, ich. Sie ist immer einen Schritt voran, eigentlich auch. Ja, ich bisschen, ne? Bin Medea. Und ich werde dann meine Kinder töten. Ja, dann Medea'yım ve çocuklarımı öldüreceğim. Also ich bin dir einen Schritt voraus, ja, auch nicht nur bildlich, sondern nein, auch so. Auch so. Ja. Ja, und du bist jemand, sie geht immer voll tief in die Wunde rein, das muss man wissen. Wenn da eine Wunde irgendwo ist, passiert ab und an, ne? Dann geht sie rein. Deep Diving, sage ich nur. Johannes ist nicht so mutig. Nee, ich gucke lieber von außen zu. Manchmal streut er so Salz rein in die Wunde oder Sachen, die brennen, aber dann geht er wieder zurück und guckt sich das an. Oder nimmt die Gitarre und spielt zum Schmerz ein Lied. Ja. Und ihr sitzt da jetzt so und guckt zu. Auf der ganzen Welt und ich weiß überhaupt nicht, wo ihr jetzt alle gerade so seid. Evet, seyircilere sesleniyor. Siz de dünyanın her yerinde oturup izliyorsunuz bizi. Aber ich fange da mal an, damit ihr keinen Grund habt, mich zu tadeln. Ich weiß schon, dass es
hier hochmütig erscheinen, wenn man sich so den Blicken entzieht, so. Aber auch zu viele Blicke auf sich zu ziehen. Das Recht ist im Auge der Menschen nicht zu finden. Wir verdammen den anderen, bevor wir sein Herz genau erforscht haben. Einfach so, vom bloßen Anblick her. Mir hat etwas das mir unerwartet zustieß, die Seele vernichtet. Mit mir ist es zu Ende. Ja, also man kann vermuten, wann das sich selbst präsentieren, performen aufhört und wann das Spielen beginnt, aber es wird ständig wieder gebrochen. Ist das jetzt Medea oder Maya Beckmann? Wenn sie mit dem Theatermusiker spricht, Johannes, in Johannes nennt, dann der heißt wirklich Johannes. Ja. Und das steht natürlich in einer Tradition auch des Brechtschen Verfremdungsansatzes. Evet, burada da sürekli gerçekliğin, yani sahnedeki gerçekliğin kırılmasıyla karşı karşıya, zaman zaman oyuncu kendisini kendisi olarak konuşuyor. Wie hieß sie nochmal, die Schauspielerin? Maya Beckmann. Maya Beckmann. Bazen de role girip rolünü canlandırmaktadır. İşte rolden çıkıp Johannes, yani müzisyen olan kişiyle konuştuğunda yine kendisi olmakta. Johannes de bu müzisyenin gerçek adı. Yani ve de bu tamamen işte Brecht'in yabancılaştırma efektini yansıtan bir durum. Wenn wir also von Brecht hier wieder ausgehen, von seinem Traktat der Straßenszene, dann hat die Rollenfigur eben, damit die Rollenfigur eben nicht zu sehr zur Einfühlung einlud, hatten die Schauspieler, wie gesagt, ihre Rolle mehr zu erzählen als illusionistisch zu spielen bei Brecht. Das hatte dann eben auch Folgen für die, Moment, PowerPoint, hab's gleich, das hatte auch Folgen für die Arbeit des Regisseurs oder, wie ihn Brecht 1939 nannte, des Probenleiters. Oyun karakterinin izleyiciyi çok fazla empati kurmaya davet etmemesi için, işte az önce de ifade ettiğimiz gibi, oyuncuların yanılsamacı üslupta oynamaktan çok rollerini aktarmaları, anlatmaları gerekiyor. Bu aynı zamanda yönetmenin veya 1939'da Brecht'in söylediği gibi prova yöneticisinin çalışmaları için belli sonuçlar doğurmuştur. Die Regie, so Brecht, solle induktiv und nicht deduktiv vorgehen. Im Produktionsprozess, und das ist jetzt alles original Brecht, insbesondere in der Probe, gehe es darum, die staunende Haltung der Schauspieler zu organisieren und die Produktivität aller Beteiligten zu wecken. Buna göre Regie tümden gelimli değil, tüme varımlı olmalıdır. Yani prodüksiyon sürecinde, özellikle provada, oyuncuların şaşırmalarını ya da şaşkınlığa düşmelerini organize etmek gerekiyor ve yani bu burada tamamen Brecht'ten alıntı yapıyor. Tüm katılanların üretkenliğini harekete geçirmek gerekir. Yönetmen hiçbir koşulda tiyatroya bir fikir veya vizyon, bir pozisyon planı ve bitmiş bir dekorasyon ile gelmemelidir. Der Regisseur solle keinesfalls, so Brecht,
mit einer Idee oder Vision, einem Plan der Stellungen und einer fertigen Dekoration ins Theater kommen. Die Probe solle zum Ausprobieren werden. Es sollen immer viele Perspektiven eröffnet, mehrere Möglichkeiten des Spielens erprobt werden. Dies müsse dialektisch zu einer Anreicherung der Inszenierung führen. Und sowas anarchisch radikalisiert wäre es heute die Grundlage der Arbeiten von Frank Castorf, Christoph Marthaler oder auch Sebastian Hartmann, vielleicht postmodern offen gehalten in der Dekonstruktion beziehungsweise im Diskurstheaters René Polisch's. Prova buna göre bir deneme alanı oluşturmalı, her zaman birçok perspektif açmalı ve çeşitli oyun olanaklarını denemelidir. Bu yaklaşım diyalektik olarak sahnelemedeki performansın zenginleşmesine yol açar. Bunun örnekleri günümüzde Frank Castorf veya Christoph Marthaler'in çalışmalarının temelini oluşturuyor. Bu yaklaşımın anarşik olarak bu yönetmenlerde radikalleştirildiğine tanık oluyoruz. Ya da bir başka örnek, René Polisch'in Yapı Söküm veya Söylem Tiyatrosu'nda bu yaklaşım postmodern bir yönelimle açık tutulmuş bir biçim olarak karşımıza çıkmaktadır. Für Brecht müsse der Regisseur Krisen entfesseln, der Probenleiter müsse zugeben, dass er nicht immer die Lösung weiß und parat hat. Seine Autorität beruhe eher darauf, dass man ihm zutraue, herauszufinden, was keine Lösung ist. Da die Schauspieler meistens oder die Schauspielerinnen meistens den schnellen Effekt bzw. Rollenzugriff suchen würden, hätte der Regisseur, so Brecht, ständig Fragen, Hindernisse, Anlässe zum Zweifel beizusteuern. Der Regisseur müsse erreichen, dass sich die Schauspieler oder die sonstigen Beteiligten fragen, warum sage ich das und warum sagt dieser das? Er muss sogar erreichen, dass sie sagen, ich oder diese könnten doch besser dies oder das sagen. Brecht'e göre yönetmen krizleri açığa çıkarmalı. Ya da prova yöneticisi her zaman çözümü bilmediğini veya hazır bulundurmadığını kabul etmeli. Yönetmenin otoritesi daha çok neyin çözüm olmadığını bildiğine yönelik bir güvene dayanıyor. Brecht'in ifadesiyle. Oyuncular genellikle hızlı etkiyi ya da role erişmeyi arzuladıklarından yönetmen sürekli soru sorarak, engeller yaratarak ve şüphe uyandırarak katkı sunar. Yönetmen oyuncuların ve diğer katılımcıların kendilerine şu soruları sormasını sağlamalıdır. Ben bunu neden söylüyorum ve o neden bunu söylüyor? Das anfängliche Stutzen, so heißt es bei Brecht, und Widersprechen, wenn eine bestimmte Antwort erzielt wurde, solle, so Brecht, nicht ganz aus der Gestaltung verschwinden beim weiteren Verlauf der Proben. Damit auch der Zuschauer Gelegenheit zu diesem Stutzen und Widersprechen habe, sollen die Krisen, Widerstände sowie Einwände in der Aufführung sicht- und spürbar bleiben. Der Zuschauer soll die Lösung als eine besondere, aber das gewisse Zufällige noch enthaltene sehen, das er in Wirklichkeit ihr anhaftet. Hatta yönetmen onların şu cümleyi dile getirmelerini de sağlamalıdır. Ben veya bunlar şunu veya bunu söyleyebilirim. Brecht'e göre başlangıçtaki şaşkınlık ve karşı çıkış ya da direnç belli bir cevaba ulaşıldığında ve provalar devam ederken de tamamen tasarımdan kaldırılmamalıdır. İzleyicinin de şaşırabilmesi ve karşı çıkabilmesi için bir fırsata sahip olması gerekiyor çünkü. Performanstaki krizler, direnişler ve itirazlar görünür ve fark edilir olmalıdır. İzleyici hem çözümün özel bir çözüm olduğunu görebilmeli, hem onun rastlantısal niteliğini fark edebilmelidir. Ich würde vorschlagen, wir schauen gleich in ein Beispiel von Sebastian Hartmann rein, auch der Zauberberg, der eingeladen wurde zum Berliner Theatertreffen. Auch jetzt hoffe ich, dass uns das gut... Stefan Klaus Mann, oder? Thomas, ja. Thomas Mann, ja. Thomas Mann, genau. Moment. Şimdi yine bir örnekten kısa bir sahne göstermek istiyor. Sebastian Hartmann'ın, yönetmen Sebastian Hartmann'ın, Thomas Mann'ın, Zauberberg, Türkçesi şu anda aklıma gelmedi, yapıtından uyarladığı bir çalışma. Auch jetzt hoffe ich, wenn irgendwas einfriert, gell, bitte sofort melden. Machen wir. Nicht nur zur Verdauung da ist. Worauf ziele ich eigentlich ab?
Geben Sie mal das Zeichen. Worauf ziele ich ab? Ich ziele ab auf einen kleinen Jungen. Das Bild zittert. Der Junge zittert. Er steht an der Grenze. Wir richten alle unsere Gewehre auf ihn. Ich stehe da, bin 6 Jahre alt. Überall am Körper habe ich rote Punkte, Leuchtpunkte. Wir zielen auf diesen 6-jährigen Jungen. Die Hose voll gepisst, steht da, heult. Ich heule. Und alle schreien mich an. Alle schreien mich an hier an dieser Grenze, an der Barriere, an der ich jetzt stehe. Na komm, schieß doch, schieß doch, schieß doch, schieß doch, schieß doch. Schieß doch, geh weg da, Junge, geh weg, geh weg, geh weg da, Junge, komm, hör nicht hin, hör nicht hin, hör nicht hin, schweig, unterrichte dich, produziere dich nicht, schweig, geh weg, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Und wir zielen alle auf diesen 6-, 7-, 8-jährigen Jungen und ein kleiner Roboter kommt und fährt seinen Arm aus. Nacktheit hat nicht stattgefunden, das war's, Nacktheit. Unbekleidetheit, aber nicht Nacktheit. 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 Der Roboter fährt seinen Arm aus und öffnet meine Jacke. Er öffnet die Jacke des 6-, 7-, 8-jährigen Jungen. Und darunter alles... alles voller Bomben. Also alles voller Bomben. Unter der Haut alles voller Bomben. Alles voller Bomben. Hier das Irdische, dort. Na, guck mal hoch, der Himmlische. Das Himmlische, das Übersinnliche und das Sinnliche. Hier, Auflösung, Auflösung der Form. Schieß. Habe ich doch schon. Ich habe doch schon in die Luft geschossen. Es zählt nicht, ich muss noch mal schießen. Nee. Nee, ich töte nicht. Ich töte nicht. Ich töte nicht. Ich werde mich der Kugel darstellen. Aber ich werde nicht töten. Ich werde nicht töten. Und heute nun aber ist das Publikum, zu dem ich spreche, nicht nur räumlich von mir entfernt, sondern auch in der Zeit von mir entrückt. Und ich spreche zu einem zukünftigen Publikum. Das ist das Fantastische und Exzentrische, möchte ich sagen, was ich in dieser Situation fühle. Infelice. Che cosa fai dell'amor di Dio? Infelice, che cosa fai dell'amor di Dio? Sebastian Hartmann dramatisiert hier Thomas Mann, den Zauberberg, als typischen deutschen Roman, könnte man sagen. Das Spannende aber in seiner Inszenierungsarbeit ist, dass er da durchaus an Brecht anschließt, weil er den Schauspielern und Schauspielerinnen extrem viel Mitspracherecht gibt, die sich ihre Texte auch selber heraus
suchen dürfen und wie Sie bemerkt haben, kann das ja mit Bombe und so weiter gar kein Thomas Mann-Text gewesen sein. Interessant ist für mich auch Manuel Harder, der hier am Ende den Schlussmonolog spricht, hat selber bei uns, als er uns im Seminar besucht hat, gesagt, dass er in der Premiere, und das ist eine Premierenaufnahme, ihm als Schauspieler freigestellt wurde, welchen Text er überhaupt spricht. Also er kann wählen, jedes Mal in jeder Aufführung einen anderen. Evet, Sebastian Hartmann'ın burada gördüğümüz rejisinde şöyle ilginç bir şey var. Aslında Thomas Mann'ın Büyülü Dağ adlı romanını tam bir klasik Alman romanı olarak ele alıyor. Fakat burada Brecht geleneğini çağrıştıran ya da işte bu geleneği temsil eden durum aslında oyuncunun, burada başrol oyuncusu Münih Üniversitesi tiyatro bilimi bölümünde çalışıyor Andreas. Bir seminerine davet etmiş bu oyuncuyu. Ve orada bu oyunda Sebastian Hartmann yönetmen olarak oyuncuları son derece özgür bıraktığını, hangi metni seçip hangisini okumak istediğini ve onu ne kadar değiştirmek istediğini tamamen oyunculara bıraktığını, burada da işte bombalardan vesaireden söz ediyor. Yani bu Thomas Mann'ın orijinal metninde yer almayan bir bölüm ve her seferinde de, her sahnelemede de ya da çekimde bu metinler değişebiliyormuş. Da knüpft er eben an das an, was also Brecht schon für seine Inszenierungsarbeit verlangt hat, die Montage der Inszenierungsarbeit solle, heißt es bei Brecht, nicht zum Ergebnis eines niedenlosen Ineinanderschweißens der Details führen, sondern als eine logische Kette von Details, die noch Detailcharakter aufwiesen, erscheinen. Gerade so kommt die Logik ihrer Aufeinanderfolge und ihres Ineinanderübergehens zur Geltung. Bunun örneklerini az önce işte Leone Böhm ve Sebastian Hartmann'ın son çalışmalarında hani bulabiliyoruz. Bu sahneleme çalışmalarında detayların perçinsiz bir biçimde kaynaştırılmasından söz edemeyiz. Daha çok bu çalışmalarda detay olarak özelliklerini koruyan mantıksal bir ayrıntı zincirlerinin montajından söz etmek mümkün. Bu şekilde onların dizilimi ve birbirleriyle olan etkileşimlerinin mantığı da ortaya çıkıyor. Diese dialektische Praxis grundierte die dann nicht mehr dialektisch in der Synthese schließende Montage, etwa im heutigen dokumentarischen Theater von Rimini-Protokoll oder ganz aktuell, da sehen Sie gerade ein Bild daraus von Münchner Kammerspielen, in den Doku-Mashups von Jan-Christoph Gockel oder auch in den Überschreibungen, wenn man sie so nennen mag, von Nikolaus Stehmann. Dialektik bir sentezle sonuçlanmayan bu dialektik pratik montajın temelini oluşturduğu bir Rimini protokolün bugünkü belgesel tiyatrosunda ya da resimde burada gördüğümüz Jan-Christoph Gockel'in belgesel mashuplarında veya Nikolaus Stehmann'ın yeniden yazımlarında bulabiliriz. Brecht ist uns vor allem durch seine Stücke aus dem Unterricht und seine theoretischen Reflexionen, Abhandlungen bekannt. Die Frage ist nur generell, machen wir uns vielleicht ein falsches Bild, wenn es um den Theatermacher und Regisseur Brecht geht? Biz Brecht'i en çok eserleri ve kuramsal tartışmalarıyla biliriz, tanırız. Ama tiyatro yapımcısı ve yönetmen Brecht söz konusu olduğunda onun hakkında yanlış fikirlere sahip olabilir miyiz? Die Brecht-Schauspielerin Regine Lutz, die mal Gast bei uns war, behauptet, dass Brecht gar nicht brechtisch inszenierte, im Zweifel den auf Wirkung bedachten Theaterpraktiker, dem dialektisch argumentierenden Theaterästhetiker vorzog. Brecht-oyuncusu Regine Lutz, bir zamanlar konuk etmişler üniversitede kendisini, Brecht'in hiç de Brecht'çe sahnelemediğini, şüpheye düştüğü zamanlarda etkiyi önemseyen tiyatro pratisyeninin diyalektik argümanları öne süren tiyatro estetisyenine tercih ettiğini öne sürmüş. Wenn wir diese Aussage an den filmischen Aufzeichnungen, da sehen Sie ein Foto,
des gerade 17-jährigen Hans-Jürgen Süberberg 1953 im Berliner Ensemble überprüfen. Wir haben tatsächlich nur, meines Wissens nach, nur diese einzigen Zeugnisse, sehr verwackelt und ohne Ton, des ganz jungen Süberbergs. Wenn man darin die Teile von Proben und Aufführungen aus rechts Herr Puntila und sein Knecht Matti, hier sehen Sie den Knecht Matti, und links die Regine Lutz als Tochter des Puntila, dann bemerken wir, dass etwa Kurt Beuys als Puntila im Kostüm an Chaplin zum Beispiel erinnern, im Spiel mit dem Attaché, ein prägnantes Beispiel zwar für angewandte Meyerholtsche Biomechanik präsentiert, aber im Vergleich zur Spielpraxis im heutigen deutschsprachigen Gegenwartstheater, etwa mit den Arbeiten von Susanne Kennedy, von Tom Lutz, Karin Bayer, Anton Romero Nunes, Florentina Holzinger, Doris Uhlig oder Anta-Helena Recke, auch Sebastian Hartmann, den wir gerade gesehen haben, oder Leonie Böhm, wirkt Brecht 1953 doch erstaunlich konventionell. Bu az önceki oyuncunun sözlerini kontrol etmek istediğimizde 1953'te yılında, o zaman daha 17 yaşında olan Hans-Jürgen Seiberberg'in Berliner Ensemble'da çektiği bir filmin kayıtlarına bakıyoruz. Çok kaliteli bir kayıt değil, yani burada fotoğrafını görüyorsunuz. Bu hani Brecht'in provalardan çekilmiş nadir görüntülerden biri bildiğim kadarıyla. Burada Brecht'in Bay Puntila ve Uşağı Matti oyununun provasından sahneler görüyoruz. Bu görüntülerde Puntila rolünde Kurt Beuys'un Chaplin'i anımsatan kostümüyle Ateşe ile oynarken Meyerholt'un biyomekaniğinin uygulamalı bir örneğini sunduğunu fark ederiz. Ama çağdaş tiyatrodaki sahneleme pratiğiyle, örneğin Susan Kennedy, Tom Lutz, Karin Bayer, Anto Romero Nunes, Florentina Holzinger, Doris Uhlig veya Anta-Helena Recke gibi yönetmenlerin eserleriyle karşılaştırıldığında Brecht'in 1953 yılına ait bu sahnelemesinin şaşırtıcı derecede geleneksel göründüğünü anlarız. Bei Brecht agieren die Schauspielerinnen immer noch jeder für sich in ihrer Rolle. Ihr Spiel ist weiterhin Figuren charakterisierend. Die Abstraktion im Bühnenraum hält sich in einem beschränkten Rahmen. Die szenische Gesamtkohärenz bleibt etwa im Vergleich zur Ästhetik René Polisch oder Nikolaus Stehmanns oder Leonie Böhms doch erkennbar erhalten. Olay örgüsü burada hala nedensellik ilkelerine bağlı, yer ve zaman açıkça anlaşılabilmekte. Oyuncular her zaman rolleri doğrultusunda hareket etmekte, oyunlarıyla karakterleri temsil etmeye devam etmektedirler. Sahne tasarımda soyutlama sınırlı bir çerçeve içinde tutulmakta. Sahne tutarlığı René Polisch veya Nicolas Stemann'ın estetiğiyle karşılaştırıldığında çok tanıdık kalmaktadır. Nun, die Frage sehen wir in Süberbergs Film oder in seiner die Inszenierungsarbeit dokumentiert von Brecht, den Brecht an sich wollte. Peki, soru şu. Cyberberg'in filminde Brecht'in gerçekten istediği bir Brecht'i görebiliyor muyuz? Wahrscheinlich nicht, könnte man sagen. Brecht antwortete auf die Frage, aber sie arbeiten doch nicht mit eigentlichen Verfremdungen, wie sie es in ihrem kleinen Organon anraten, antwortete Brecht, nein, wir sind nicht weit genug. Muhtemelen hayır. Ama siz küçük organonda önerdiğiniz gibi gerçek bir yabancılaştırma efektiyle çalışmıyorsunuz sorusunu Brecht şöyle cevaplar. Hayır, yeterince uzaklaşmadık henüz. Das Theater sei so Brecht wie ein Schwimmer, der nur so schnell schwimmen kann, wie es ihm die Strömung und seine Kräfte erlauben. Um seine Ziele zu erreichen, müsste Brecht die Schauspieler völlig umschulen. Bei ihnen, wie beim Publikum, würde es einen ziemlich hohen Bewusstseinsstand benötigen, Verständnis für Dialektik und so weiter. Yeterince uzaklaşmadığını ifade etmişti Brecht. Tiyatro ancak akıntının ve gücünün izin verdiği kadar hızlı yüzebilen bir yüzücü gibidir, demiş Brecht. Hedeflere ulaşabilmek için oyuncuları tamamen yeniden eğitmesi gerektiğini ifade etmiş. Oyuncular ve seyirciler de oldukça yüksek düzeyde bir farkındalığa
bir diyalektik hakkında bir anlayışa ihtiyaç var olduğunu belirtmiş. Das sollte definitiv noch etwas wirklich Veränderndes kommen. Brecht, ich wollte auf das Theater den Satz anwenden, dass es nicht nur darauf ankommt, die Welt zu interpretieren, sondern sie zu verändern. Zitiert wird hier bekanntermaßen die 11. These über Feuerbach von Karl Marx. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Und wenn es kein Problem macht, würde ich gerne vielleicht doch einen vierten Ausschnitt aus Christopher Rüpings Trommeln in der Nacht zeigen, als sozusagen Brecht von Rüping, der in Trommeln, oder das Original Trommeln in der Nacht endet eher versöhnlich. Und Rüping schreibt ein neues Ende. Und da wird eben versucht, die Revolution in den Zuschauerraum zu tragen. Brecht, tiyatro için şu cümleyi önemsiyorum. Önemli olan tek şey dünyayı yorumlamak değil, onu değiştirmektir cümlesi. Bilindiği gibi Brecht burada Karl Marx'ın Feuerbach üzerine 11. tezinden bir alıntı yapar. Bu arada Christopher Rüpping'in bir Brecht oyunundan yine bir kısa sahne sizinle paylaşmak istiyorum. Bu devrimi seyircinin içine aktardığı, seyircilerin arasına soktuğu bir yapım bu. Evet. Und man beachte vielleicht, ob das Publikum sich animieren lässt an der Revolution teilzunehmen. Ve şeye dikkat edin lütfen. Seyirciler ne kadar katılıyor bu devrime gerçekten böyle bir motivasyon sağlayabiliyor mu? An den Laternen! Licht flackert, Wind geht. Kann ich die Zeitung haben? 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 Jetzt. Läuft Krakler auf die Schwelle. Er ist wie besoffen, steht schwankend auf dem Sohl wippend unter der Tür. Was? Stille. Er sieht immer noch abwesend seinen. Zeitungen gehen, dann wird es besser. Aber was ist in den Zeitungen? Heute Nacht. Geht es halt auch auf den Gast? Es ist was los. Es ist was los, man redet nicht drüber. Man redet nicht drüber, aber wir werden in die Zeitung gehen. Trinkt was? Trinkt nicht. Tretet heran. Kommt her. Es ist nicht alle Tage. Es ist nicht nur Schlaf zum Hören. Es ist Trommeln in den Gassen. Ja. Ihr, die im Schnaps ersoffen seid. Ihr, die ihr von dem Ausschlag zerfressen seid. Ja, ihr an den Empfangsgeräten. Die sie mit Bajonetten gestoßen haben. Ihr da oben. Die sie mit Kanonen und Säbeln zu Mördern gemacht haben. Ihr. Ihr, die man immer geschlagen und bespielen hat. Ihr. Ihr auf Berlin. Ihr, die man nicht geliebt hat. Ihr. Kommt her und seht. Eure Stunde ist gekommen. Kommt. Und ihr sollt einziehen in das Reich. Wir gehen in die Zeitungen. Habt ihr nicht die Trommeln gehört? Und jetzt schießen sie. Seid still. Man hört es gut. Sie schießen für euch. Und ihr wollt zu Bett gehen? Euch ist Schlimmes geschehen. Sagt nicht Amen und schluckt es. Nein! Steht nicht rum, wenn sie euch die Haut abziehen. Es ist eure einzige. An die Maschinengewehre mit euch. Die rote Rosa spricht unter freiem Himmel im Tier. Wir sehen das Stück gerade nicht. Ach so, haben Sie das. Aber Sie haben es vorher gesehen, oder? Ja, haben wir. Mhm. Genau. Okay. Was man vielleicht ganz gut gesehen hat, jetzt muss ich ganz kurz wieder zurückkommen zu uns. Ich glaube, man hat sehr gut gesehen, dass zwar die Revolution ausgerufen wird, aber eigentlich alle sitzen bleiben. Yani şunu herhalde çok iyi görmüşsünüzdür. Devrime anime ediliyor izleyiciler ama herkes oturduğu yerde kalıyor, hiçbir hareket olmuyor. Generell würde man an die Forderung von Brecht, wenn man das noch weitere Beispiele aus dem
deutschsprachigen Gegenwartstheater nennen mag, vor allem Milo Rau und das Zentrum für politische Schönheit würde direkt an diese Forderung von Brecht an sich anschließen, auch wenn Brecht sowohl die ästhetische Basis in der Regie wie im Schauspielen der mehr oder weniger dramatischen oder performativen Theaterarbeiten von Böhm bis Stemann, Rüping bis Lenk, Gobsquart bis Parisek bildet, scheint darüber hinaus, was die Forderung nach einer radikalen Gesellschaftsveränderung betrifft, Brecht heute einige Theatermacherinnen durchaus zu motivieren. Peki Brecht'in bu talebini en çok yerine getiren çağdaş yönetmenler arasında Milo Rau'yu sayabiliriz ve onun işte Politik Güzellik Merkezi'nin doğrudan bu Brecht tezini takip ettiğini görüyoruz. Brecht ayrıca Böhm'den Stemann'a, Rüping'den Lenk'e, Gobsquart'tan Parizek'e az çok dramatik ve performatif tiyatro çalışmalarının rejisi ve oyunculuğun estetik temelini oluştursa da bunun ötesinde de bir işlev taşıdığını söyleyebiliriz. Toplumsal bir değişim talebine yönelik Brecht bugün de bazı tiyatro yönetmenlerini motive ediyor. Örneğin Milo Rau'nun global gerçekçiliği işte böyle bir devrimi talep etmekte ve beklemektedir. So fordert und erwartet Milo Rau in seinem globalen Realismus die Revolution. Wir seien, so Rau, in Europa alles satte und dekadente Adelige, die den kommenden Umsturz aus dem unterdrückten Rest der Welt nicht kommen sehen. Auf einer anderen Ebene, der des Klimawandels, wird man, wie uns Alexander Eisenach und das Theater des Anthropozän zeigt, um radikale Veränderungen nicht herumkommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Milo Rau'nun global gerçekçiliği işte böyle bir devrimi talep ediyor. Rau'a göre biz Avrupalılar, yani şimdi tabii kendisi adına konuşuyor, marjinalize edilmiş, geri kalan, dünyadan gelecek olan radikal değişimi göremeyen, karnı tok ve çökmüş aristokratlarız. Ancak başka bir düzeyde, yani iklim değişikliği nedeniyle Alexander Eisenach ve Antropozen tiyatrosunun da bize gösterdiği gibi radikal değişikliklerden kaçınamaz bir noktada olduğumuz ortada. Bayanlar ve baylar, ilginiz için çok teşekkür ederim. Vielen Dank. Evet, sevgili izleyenler, sorularınız varsa chat'e sorularınızı yazabilirsiniz. Seve seve bunları yanıtlayacağız. Bir süre daha bu şekilde sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyarız. Lieber Andreas, ich habe jetzt gesagt, dass Sie Fragen stellen können im Chat. Ich glaube, dass bestimmt gleich einige Fragen kommen. Also bislang sind hier noch keine, aber das dauert immer so ein bisschen, bis in dem System die Fragen eingespielt werden. Vielen Dank erstmal für diesen wunderbaren Vortrag und vor allen Dingen auch mit den Videoeinlagen, sehr informativ. Jetzt sehe ich hier schon die erste Frage. Ich lese die Frage erstmal auf Türkisch. Brecht'in yabancılaştırma efektiyle birlikte seyircinin harekete geçmesi bekleniyor. Lakin seyirciye katarsis yaratarak onları harekete geçirmek daha kolay olmaz mı? Fere Aka Ünal adında birisi soruyor. Also, ja, sie fragt ein bisschen sehr technisch überbricht, und zwar mit seinem Verfremdungseffekt möchte er eigentlich die Zuschauer in Bewegung mobilisieren, aber wäre es nicht viel einfacher, mit Katharsis die Zuschauer zu mobilisieren, weil sie ja erzählt haben, dass er da ziemlich traditionell eigentlich war. Also ich würde, wenn man den Katharsis von Aristoteles her versteht, wäre es ja eigentlich etwas, was ein Gefühlsabbau bewirken sollte letztendlich, während Brecht ja etwas anderes wollte mit seinem Verfremdungseffekt. Er wollte das, was einem natürlich erscheint oder selbstverständlich erscheint, sozusagen wieder wegrücken, sodass man darauf schaut wie auf eine fremde Kultur und dann ein bisschen einen objektiven Blick bekommt und sagt, okay, so sind die sozialen Verhältnisse, was muss ich tun, damit der oder diejenige als Heldin, wie auch immer in diesem oder jenem Stück oder in dieser Inszenierung, nicht in diese Zwangslage kommt. Ja? Das heißt also, der Verfremdungseffekt soll eigentlich eben einen nicht beruhigen oder letztlich einen Gefühlsabbau bewirken, sondern er sollte
erstmal es wegrücken und aus der Erkenntnis, dass was verändert werden muss, ein Engagement bewirken. Evet, aslında böyle değil yani, çünkü Aristoteles'in katarsis kavramı aslında duyguları boşaltmaya yönelik bir şey. Şimdi boşaltılmış, yani duyguları boşaltılmış birinin harekete geçmesini beklemek biraz zor. Brecht buna karşın yabancılaştırma efektiyle seyircinin sahnede gördüğüne karşı bir mesafe kazanmasını, uzaktan bakmasını sağlayarak, hani sanki böyle uzaktan başka bir ülkeye bakıyormuşçasına objektif bir şekilde bakmasını istiyordu ve o şekilde bunları harekete geçmesi, işte devrim yaratması, gerçekliği değiştirmesini arzuluyordu. Jetzt ist noch eine andere Frage. Seyircinin empati kurmasını engellemenin avantajları mı daha çok oluyor, dezavantajları mı? Neden? Aslında bu biraz önceki sorunun benzeri bir şey. Yani özdeşleşmeyle ya da katarsis geçirmeyle, empati kurmakla. Also er fragt, warum ist es denn besser, wenn der Zuschauer Empathie hat, wenn man das verhindert? Was ist der Grund dafür? Was sind die Vorteile oder Nachteile davon, wenn man verhindert, dass der Zuschauer Empathie empfindet? Empathie, also was vielleicht auch noch die Grundlage im Naturalismus war, würde nach Brecht eben verhindern, dass man über die reine Einfühlung in das Schicksal eines einzelnen Helden übersieht, wie, was die Grundlagen, die sozialen Grundlagen für sein Verhalten sind. Ich sage ein Beispiel. Vielleicht kennt man bei Ihnen auch den alten Liebesfilm Pretty Woman. Kennt man den? Ja, ja, bestimmt. Aber das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Bei Pretty Woman fiebern wir alle mit, dass die Prostituierte aus der Prostitution rauskommt und den Milliardär heiratet. Ja? Kein Mensch denkt nach darüber, in welcher Gesellschaft diese Frau lebt und auch ihre Freundinnen oder leben muss und in der man dann, um sein Geld zu verdienen, sich prostituieren muss. Und Brecht würde sagen, es ist nicht gut, hier emotional bei Julia Roberts und dieser Prostituierten zu sein, sondern man soll einen Abstand nehmen und sagen, was für eine schreckliche Gesellschaft sind wir, dass die Frau sich prostituieren muss. Da darf man nicht Gefühl haben, sondern man muss es wegrücken und cool drauf schauen. Evet, şimdi bir örnek veriyor. Yani empati kurmanın aslında neden sorunlu olduğuna ilişkin bir örnek bu. Tamamen farklı, hani genelde bilinen bir örnek olduğunu düşündüğü için. Pretty Woman filmi var. Birçoğunuz izlemiştir. Şimdi Pretty Woman filminde fahişe olan kadının işte milyarderle evlenmesi ve o kurtulması beklenir. Ama kimseyi bu film bu sosyal gerçeklik üzerinde düşündürtmez. Neden bu kadın, yani sosyal gerçeklik nasıl bir gerçeklik ki bu kadın fahişelik yapmak zorunda kalıyor? Bu değişse daha iyi olmaz mı gibi sorular sordurtan bir film değil. Yani onun için bu empati ve duygusal boşalım vesaire gibi durumların engellenmesi daha anlamlı. Nur eine kurze Erinnerung für alle anderen, sayın izleyiciler, bu yayının tekrarını YouTube kanalında daha sonra da izleme fırsatı bulabilirsiniz. Hani daha detaylı anlamak istediğiniz ya da bu kısa video örneklerini tekrar izlemek isterseniz her zaman YouTube'da bulabilirsiniz. Evet. Es gab noch eine kurze Frage, also jetzt in Ihrem Vortrag hörte sich das ja so ein bisschen danach an, als wenn Brecht der Mitbegründer des postdramatischen Theaters sei. Würden Sie das nochmal unterstreichen? Eine Frage? Ja, ja und nein. Auf der einen Seite ist er einer, der oder trägt mit einer der Traditionslinien, die man zum postdramatischen Theater führen kann. Aber man kann, und das ist eben das Schwierige ein bisschen daran, eben auch, dass er
dramatischere Theater von Thomas Ostermeier davon ableiten. Also da, nicht nur, ja, wer sich dafür interessiert, die Traditionslinie zum posttraumatischen Theater hin, sollte auf jeden Fall Richard Schechner lesen, der eigentliche Erfinder des Post-Traumatic Theater 1966 und folgend. Und er integriert tatsächlich, will man das auch immer mit seinem Grotowski und Brecht zu einer Vorstellung eines Theaters als Ritual. Und von Richard Schechner wiederum, oder davon lässt sich inspirieren Ange Wirth. Und Ange Wirth gründet in Gießen das Institut für angewandte Theaterwissenschaften. Und der Assistent von Ange Wirth ist Hans-Dietz Lehmann. Aber was bei Hans-Dietz Lehmann steht, ist eigentlich sicher neu angereichert, sind eigentlich die Gedanken von Richard Schechner. Ja, wenn man so will, okay, ich höre. Ich bin Schöle, Brecht, işte Post-Dramatik Tiyatro'nun kurucusu olarak değerlendirilebilir mi gibi bir soru vardı. Hem evet hem hayır diyor. Yani tabii ki bir yol oradan alınıyor tabii ki ama tamamen Brecht'in yeni versiyonu olduğunu söylememiz mümkün değil. Bu bağlamda post-dramatik tiyatronun gerçekten hani kökenini ne dair bilgilenmek istiyorsanız Richard Schechner'ı okumanızı tavsiye ederim. Schechner'den çok etkilenen Alman André Wirth var ve işte o Gießen'de bu uygulamalı tiyatro bilimi bölümünü kurmuştur ve onun asistanı Hans-Dietz Lehmann'dı ve işte o biliyorsunuz post-dramatik tiyatro kitabını yazmıştır. Burada aslında kitabında genişletilmiş, zenginleştirilmiş bir şekilde şeyi görebiliyoruz. Schechner'in attığı temeli bir bakıma. Şimdi performans sanatıyla ilgili bir soru var. Pina Bausch, Merce Cunningham gibi koreografların Brechtian elementler kullandıklarını görüyoruz. Burada tiyatronun eğer disiplinlerle homojenleştiğini görüyoruz. Fakat buna tiyatro diyebilir miyiz? Bunu merak ediyorum. Yani bu soruyu çok net anlayabildim mi bilmiyorum. Also eine Frage ist, Pina Bausch und Merce Cunningham haben ja auch sehr Brecht Elemente in ihren Arbeiten. Können wir das auch als Theater bezeichnen oder wird es dann zu sehr homogenisiert? Also es ist eine etwas schwierige Frage, die ich auch selbst nicht so ganz gut verstanden habe. Aber ich lese mal ein paar andere Fragen noch, vielleicht eine, die interessant für Sie ist. Und Ich könnte schon. Also, ja, gut, sagen wir gleich, machen wir. Okay. Also im deutschsprachigen Theater würde ich sagen, ist Pina Bausch als Vertreterin des Tanztheaters auf der einen Seite und Merce Cunningham, der ja mit John Cage zusammengearbeitet hat, auf der anderen Seite durchaus seit den 1980er Jahren Teil eines erweiterten Begriffes Sprechtheater. Das heißt also, Sprechtheater trennt sich eigentlich gar nicht so von Tanz und dann übrigens auch nicht vom Musiktheater. Und deswegen gibt es im deutschsprachigen Theater fließende Übergänge. Ja. Ja, şimdi şöyle, buna dair bir cevabım var dedi. Özellikle Pina Bausch dansla tiyatro arasındaki sınırları geçirgenleştirmiş olan birisi olduğu için ve Merce Cunningham de John Cage ile birlikte çalışmış olan biri bu müziğe doğru sınırları da geçirgen hale getirdiği için pekala tiyatrodan söz edebileceğimizi, bir çeşit tiyatrodan bu bağlamda söz edebileceğimizi söylüyor. Peki inwiefern hat Brecht Ästhetik Thomas Ostermeyers Ästhetik beeinflusst? Kann ich gleich? Ja. Ja. Mhm. Also sehr, sehr, sehr gut, dass das noch nachgefragt wird. Nicht, dass man dann den Eindruck mitnimmt, dass eben Brecht nur zum posttraumatischen Theater führt, sondern er führt tatsächlich eben auch in die fast oppositionelle Richtung. Thomas Ostermeyer hat sich dezidiert gegen das posttraumatische Theater ausgesprochen und gesagt, er möchte so etwas wie einen sozialen Realismus, der wiederum eben die wahren Machtverhältnisse in typisierten Situationen zeigt, die unsere Gesellschaft
prägen. Und das geht eben nur weiterhin auf nicht naturalistisch, aber eben dramatisch-dialogisch, ja, in typisierten Szenen von Machtverhältnissen. Und für Thomas Ostermeier ist das postdramatische Theater eben ein Theater, das durch diese starke Fokussierung auf das Präsentische viel zu viel Ich-Position der Performer mit reinbringt und weniger die idealtypische soziale Situation so auf die Bühne bringt, dass wir erkennen, in welchem gesellschaftlichen System wir leben. Evet, bu sorunun biraz daha açılmasına sevindim açıkçası. Bu Thomas Ostermayer'in Brecht geleneğini temsil edip etmediği meselesi. Yani Thomas Ostermayer kesinlikle postdramatik tiyatroya karşı çıkan bir yönetmen ve özellikle bu tiyatronun içindeki iktidar ilişkilerini, yani en azından metnin ve gerçekliğin içindeki o iktidar ilişkilerini çok belirgin bir şekilde görünür hale getirmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla hani yeni bir toplumsal gerçekçilik yarattığını, sahneye taşıdığından söz edebiliriz aslında. Ja, würden Sie sagen, dass Augusto Boals Theater so eine Fortsetzung von Brechts Theater ist? Oh, das ist eine Frage sozusagen in der Begegnung mit einer Ästhetik, die ohne jemand nahe treten zu wollen, die eigentlich die im deutschsprachigen Bereich seit 20, 30 Jahren irgendwie untergegangen ist. Ja, also das Theater des Unsichtbaren, ne? Aber es ist etwas, was wir vielleicht wieder entdecken müssen, ja? Aber etwas ist, was, ach Gott, ist das in der Tradition von Brecht. Es ist sicher eine revolutionäre Technik, ganz klar. Jein. Also, aber wie gesagt, das ist vielleicht, müsste ich mal noch ein bisschen drüber nachdenken, weil es einfach nicht mehr gelehrt wird. Ich habe es so sozusagen im ja. Evet, yani bu Augusto Boal Brecht'in aslında devamı sayılabilir mi gibi bir soru vardı. Buna yönelik biraz düşünme ihtiyacını hissetti. Yani çok unutulmuş bir şey. Augusto Boal, yani Almanya'da hemen hemen hiç artık gündemde olmayan bir konu olduğu için gerçekten de buna dair şu anda, yani biraz daha tekrar uyandırılması, gün yüzüne çıkartılması gerektiğini düşündüğünü söyledi bu soruya yönelik. Evet, çok teşekkür ederiz herkesin katılımı için. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümünün bu yıl Münih Üniversitesi Tiyatro Bilimi bölümüyle birlikte gerçekleştirdiği ikinci etkinliğe de katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi YouTube'da her zaman tekrar izleme fırsatınız var. Çok teşekkür ediyoruz. Andreas, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für diesen wundervollen Vortrag und wünschen weiterhin alles Gute vorerst. Ciao. Was mache ich jetzt? Ich bleibe jetzt drin, oder? Ja, genau. Und das unterbricht gleich, wird man uns sagen, dass wir zu Ende sind. Wenn wir auf Sendung sind, ja. Spannend.